Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Hinter mir seht ihr die Burg Hülshoff im schönen Münsterland. Das liegt westlich von Münster und hier findet heute ein neuer Fotowalk statt. Ich nehme euch mit auf meine Reise einmal um das Schloss und was sonst noch so ansteht. Hab mir vorher keinerlei Gedanken gemacht, wie ich vorgehe, was ich fotografieren möchte, sondern hat mir die Burg hier ganz spontan rausgesucht heute Morgen und die hat mir optisch ganz gut gefallen. Und ja, hab mich ins Auto gesetzt, bin hier hingefahren und dann nehme ich euch jetzt mal mit auf meine Reise um die Burg Hülshoff. Hier wird jetzt gleich die nächste Perspektive sein oder das nächste Fotomotiv. Ihr seht es schon, dass sich das Schloss mit der Brücke hier super schön im Wasserspiegel. Das Wasser ist sehr glatt. Und hier versuche ich jetzt eine Komposition hinzubekommen. So, ich kann euch leider nicht mit aufs Kameradisplay nehmen, aber ich blende euch die Fotos ein und erzähle da gleich so ein bisschen was zu. Als erstes versuche ich einfach ein ganz normales Foto aus dem Stand fokussiert auf das Schloss. Am besten im Hochkant. 1/250 Blende 9, ISO 320 und so sieht das Bild aus. Der Himmel hat auch wenig Strukturen heute tatsächlich. Also wir haben heute so einen Mix zwischen Sonne und Wolken. Das spielt mir nicht ganz so in die Karten. Aber das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Ne? Jetzt über dem nächsten Bild hier mit dem Busch am Rand stelle ich die Blende auf 2,8. Das ist die größte Blende, die ich einstellen kann. Beziehungsweise die kleinste. Und versuche hier den Busch halt unscharf zu kriegen, dass der Blick auf das Schloss gelenkt wird. Genau dasselbe jetzt einmal aus der Bodenperspektive, die mir, glaube ich, bisher am besten gefällt. So, jetzt verändere ich meine Position mal ein bisschen und ich zeige euch auch warum. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ihr habt hier unten sind so ein paar Holzpfähle, die aus dem Wasser ragen und die versuche ich jetzt als führende Linie quasi mit zum Schloss einzubauen. Was ein bisschen ein Problem werden könnte, ist das Buschzeug hier, das verschwemmt so ein bisschen die Sicht. Aber mal gucken. So, ich hoffe, ihr versteht mich. Die Fontäne ging jetzt hier gerade an. Hier an dem Weg sind überall Blümchen. Und da befindet sich die Burg. Und natürlich versuche ich das jetzt miteinander zu kombinieren. Was ich jetzt gerade auch noch gesehen habe, ist, dass hier ein Ast quasi Richtung Burg ragt. So seht es und so ungefähr könnte dann auch das nächste Bild sein. Das ist ein ganz cooles Plätzchen hier. Das Einzige, was so ein bisschen stört, ist, dass die Sonne genau hier oben steht. Das heißt, ich habe Gegenlicht, habe keine Filter heute dabei. Probiere jetzt einfach mal aus, wie ich hier die Fotos hinbekomme. So, ich nehme euch jetzt gleich mal mit auf meine Brust. Das Ganze sieht so aus. Einfach so eine Brusthalterung per Magnet, Mikrofon daneben. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung und
sollte auch in die Kamera gucken. Das ist auch das, was mir immer wieder auffällt, dass ich immer ins Display gucke und nicht direkt zu euch in die Kamera. Egal, los geht's. Eben den Gurt hier abmachen, den brauche ich jetzt nicht. So würde das Ganze aussehen. Als erstes versuche ich jetzt mit dem Baum hier zu spielen, der mit reingeht. Wie gesagt, was mir jetzt so ein bisschen in die Karten spielt, ist das Gegenlicht. Ihr seht es selber, dass der Himmel einfach nur weiß ist. So. Es ist jetzt schade, dass die Fontäne angegangen ist. Ich hätte gerne die Spiegelung noch im Wasser gehabt. Aber nun gut, das kann man sich nicht aussuchen. Ich sollte jetzt auch das HDR wieder ausstellen. So, auch hier sind ein paar Blümchen. Hier auch. Hier ist die Sicht ein bisschen freier auf das Schloss. Jetzt habe ich die Brücke zwar nicht mal mit drauf, aber ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Und jetzt haben wir hier noch quasi so eine führende Linie wieder, die aufs Schloss zeigt oder auf die Burg. Und auch die versuchen wir jetzt mit einzubauen. Am besten ist es gleich, wenn wir das von der anderen Seite machen, weil hier seht ihr es, habe ich die Spiegelung nicht ganz drauf. Aber wir probieren es mal. Wie sieht so ein Fotowalk bei mir denn technisch überhaupt aus? Ihr wisst, es ist inzwischen Sony A7 IV mit dem 1635 von Sony der ersten Generation. Ein Gorilla-Pod und das ist mein Fotorucksack. Und so. In dem Fotorucksack habe ich heute noch mit dabei das 200-600. Habe jetzt gerade schon einen Specht gehört, der relativ nah war. Vielleicht kriege ich den noch mit drauf. Ansonsten habe ich hier noch die Gegenlichtblende vom Sony. Benutze ich tatsächlich nicht so häufig. Und ja, dann habe ich noch zwei Ersatzakkus. Einmal für die Osmo Action, die gerade filmt, und für die Kamera. Und das war es eigentlich schon. Noch so ein bisschen Kleinkram. Eine Handyhalterung fürs Stativ. Aber ich filme heute alles mit der Osmo Action. Das Teleobjektiv ist auf der Kamera. Ich bin jetzt allerdings hier wieder an dem Zufluss zur Burg hingekommen. Und da ich keine Lust habe, das Objektiv bzw. die Objektive 15 Mal am Tag zu wechseln, bedarf es jetzt dem Smartphone. Auch das ist keine Schande, mit dem Handy Fotos zu machen. Man kann jetzt einfach so drauf losklipsen. Aber ich versuche jetzt hier die führende Linie mit dem Handy einzubauen. Und ja, also diese Bilder
Das kann man nicht vergleichen. Man kann sie schon vergleichen mit einer Kamera. Allerdings sieht man bei dem Handy, dass dann doch schon viel digital und künstlich bearbeitet ist, das Bild. Ich fotografiere trotzdem im RAW-Format und genau, versuche ich jetzt hier die Burg zu fotografieren. iPhones sind tendenziell immer überbelichtet. Kleiner Tipp, wenn ihr dann fotografiert, fokussiert das Objekt, was ihr haben wollt, und senkt die Belichtung ein bisschen. Wenn ihr relativ fit in der Nachbearbeitung seid, dann kann man das auf jeden Fall nachbearbeiten wieder. Und ich probiere mich jetzt hier ein bisschen aus mit der normalen Kamera, mit der Telekamera. Und genau, was mir hier jetzt nicht so gefällt zum Beispiel ist die Sonne am Himmel. Das kriegt das iPhone oder generell die Smartphones kriegen das nicht ganz so gut hin. Das ist halt einfach nur ein einziger roter Punkt. So, jetzt schon etwas besser. Und dann müssen wir doch hier versuchen überzubelichten. Ja, André erzählt von euch wieder Mist. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, noch einmal das Objektiv zu wechseln, weil mir gerade bei der Handyfotografie aufgefallen ist, dass das super schön aussieht mit dem Baum hier, der führenden Linie und dem Schloss. So, ich bin jetzt quasi auf der Hälfte einmal angekommen und was ihr hier seht, ist dieses schöne Licht- und Schattenspiel. Und da bin ich auch so ein Fan von. Wir haben hier wieder schöne führende Linien zum Schluss und die baue ich jetzt mit ein. Weiter weg. Auch hier seht ihr schon der Weg mit den Bäumen rechts und links, die Mittelinsel, Denkmal, wie auch immer, führt auf das Schloss. Die Burg zentral. Die führende Linie vom Busch, den Denkmalskopf mit drauf und im Hintergrund die Burg. So, ich habe jetzt die Sonne fast schon bei mir im Rücken und ihr seht jetzt schon auf dem Kameradisplay, so hoffe ich, dass es einfach eine ganz andere Wirkung hat. Der Himmel ist jetzt schon schön blau. Und es wirkt einfach anders. Lassen wir die Gänse auch mal wieder in Ruhe. Ich bin immer Freund davon, den Tieren Freiraum zu lassen, sobald sie irgendwie auf sich aufmerksam machen, indem sie Laute von sich geben oder sich von dir wegbewegen oder von mir wegbewegen in dem Fall. War es dann auch für mich, das signalisiert mir dann, lass das Tier in Ruhe, das ist das Foto nicht wert. Also, ich war ja jetzt schon an 3 Schlössern. Burg Fischering, seht ihr, ist hier verlinkt. Schloss Senden und jetzt hier Burg Hülshoff. Und diese Burg ist in meinen Augen tatsächlich die schönste von den dreien.
Weiß ich nicht, das ist einfach süß, klein, schnuckelig. Hier gibt es super viele Fotomotive. Deshalb wird das Video wahrscheinlich auch sehr lang werden. Aber mir macht das heute total viel Spaß hier. Auch hier wieder Steg, schöne führende Linie zum Schloss hin. Hatte ich ja den Steg links quasi im Bild. Jetzt kommt er von rechts ins Bild, sodass ich diese Mittelinsel mit der Weide schön mit reinbekomme. So, ich wechsle jetzt noch einmal das Objektiv, weil ich der Meinung war, gerade eine Eule gesehen zu haben, die weggeflogen ist. Und das ist ja auch noch so ein Traummotiv von mir, eine Eule zu fotografieren. Ich meine, ich hatte letztes Jahr schon das Glück, Waldeulen zu fotografieren. Aber das war bei uns oder bei mir in der Straße. Und wenn ich hier eine sehe, das wäre natürlich bombastisch. So, das große Teelicht ist drauf. Ich habe die Einstellungen schon geändert, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sein Wunschmotiv oder sein Wunschtier gefunden hat und dann erst die ganzen Einstellungen ändern muss, wie Verschlisszeit, die muss ja bei dem relativ hoch sein, dass er scharf ist. Dann habe ich die ISO auf Automatik gestellt und ich habe die Vogelerkennung angestellt. Ja, das hier soll das Teehaus sein. Ich habe jetzt aber das große Tele drauf, von daher bediene ich mich wieder mal meinem Smartphone und versuche jetzt hier den Busch mit reinzunehmen und das Haus in Szene zu setzen. Dem kurzen Abstecher ins Reich der Tierwelt hier drumherum geht es jetzt wieder zur Burg und ich versuche jetzt die Burg zwischen diesen beiden Bäumen hier einzurahmen und danach geht es dann weiter näher ran. Das hier ist die vermutlich letzte Perspektive der Burg Hülshoff. Ich versuche hier die führende Linie mit einzubauen, die Brücke mit und das Schloss ganz drauf zu bekommen. Und so ist das fertige Foto. Bietet sich auch eine ganz tolle Perspektive, ein Spiel von Licht und Schatten. Und so würde ich das Foto jetzt aufnehmen.
mit diesem Foto verabschiede ich mich jetzt auch von diesem Fotowalk. Der Walk hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tolle Fotos eingefangen, das Wetter war herrlich und ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen drückt und die Glocke vielleicht abonniert, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, euer André. Ciao, ciao.